Wer würde das nicht zu türkisen Schuhen kombinieren? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, bevor wir gehen, zwei kurze Punkte schnell abgehakt. Punkt Nummer 1, es ist endlich soweit, lang habe ich darüber gesprochen. Jetzt mit Montag geht's los. Ich beginne zu streamen. Ja? Allerdings nicht auf einer Plattform wie Twitch, YouTube oder Instagram, sondern auf LaVoo. Hier beginne ich mit Montag um 20 Uhr meinen allerersten Stream. Dann kommt immer Montag und auch freitags immer um 20 Uhr mein Stream für eine Stunde. Seid auf alle Fälle am Start. Jetzt beginnt es mal testweise, wenn alles klappt, dann wird das natürlich auch so weitergehen. Und für alle ehrenhaften Menschen unter euch, die mich unterstützen wollen, der erste Link in der Infobox führt euch direkt zum Download. Wer sich die App downloadet, der unterstützt mich. Es kostet euch natürlich nichts, es bringt nur mir 15.000 Euro im Monat. Danke, Mann. Und Punkt Nummer 2, liebe Freunde, ihr wisst ganz genau, es dauert nicht mehr allzu lang, dann kommt endlich die zweite Kollektion meiner Modemarke MBN. Dieses Mal gehen wir in eine andere Richtung. Britain Brawl wird die Kollektion heißen. Wir gehen in die englische Geschichte hinein, in das 19. Jahrhundert und suchen uns da einzelne Vorfälle in der Geschichte heraus, die hier mit der Modemarke verkörpert und natürlich von ihr inspiriert sind. Ich will aber gar nicht mehr länger quatschen, liebe Freunde, es geht direkt los mit euren schlimmsten Outfits. Nice, Digga. Ich habe mir aber gedacht, warum dieses Mal nicht nur euch etwas durch den Kakao ziehen, sondern vielleicht mich selber auch aufs Korn nehmen und habe mir dementsprechend ebenfalls eins meiner schlimmsten Outfits auf Instagram herausgesucht. Ich lösche peinliche Outfits nicht, man soll so ein bisschen auch die Geschichte sehen. Seid auf alle Fälle dabei. Max OBMI heißt mein Insta für alle, die es noch nicht kennen. Ja? Hier haben wir gleich das erste Outfit gemeinsam mit Anita. Grüße gehen raus an sie. Sie hat momentan eine etwas sehr schwierige Zeit, nachdem ihr Pferd Rubiel gestorben ist. Tut mir irrsinnig leid für dich, Anita, wenn du das siehst. Ich bin natürlich für dich da, aber das habe ich dir auch schon privat geschrieben. Egal. Kommen wir trotzdem zum Outfit, liebe Freunde. Ja, ich muss dazu sagen, es war nicht unbedingt ernst gemeint. Es ist so ein klassisches Festival-Outfit. Man will auffallen, aber die Kombi ist natürlich eine Katastrophe. Für mich hat es so gewirkt, als würde es zusammenpassen mit diesen Nike Air Max in dieser flashigen, pinken Farbe. Dazu irgendwelche weißen Stutzen, die bis zu den Knien raufgezogen sind. Die Nike-Hose dazu und dann noch dieses Blumen-Tanktop kombiniert mit so einer Bershka-Jacke, die ja ebenfalls Blumen zeigt. Da haben wir noch die goldene Casio oben, dann eine Kappe, wo Rauschkind oben steht, was mich eigentlich hier ganz gut beschreibt. Und dazu diese Brille, also katastrophales Outfit, kann man sich nur drüber lustig machen. Ist schon recht witzig, muss ich sagen. Aber wir kommen natürlich auch direkt zu euren Outfits. Ihr habt mir einige zukommen lassen, nachdem ich euch auf meinem Instagram dazu aufgerufen habe. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt hinein mit diesem jungen Bratan. Der hat hier die Yeezy kombiniert mit so einem Supreme-Label, das vermutlich im Stock hängen geblieben ist und man auch nach einem Monat noch kaufen konnte. Dann hat er da irgendwie noch sein Hemd dazu angezogen. Ja, farblich natürlich eine Katastrophe, wobei ich diese Hose gar nicht so schlimm finde. Ein witziges Outfit, aber es geht auf alle Fälle noch witziger. Ich habe einige rausgesucht. Das ist natürlich, okay, man erkennt sofort, das ist ein Faschings-Outfit, aber viel schlimmer finde ich einfach die Jacke dazu. Man erkennt natürlich auf den ersten Blick, dass es sich hier um eine Fake-Jacke handelt. Also somit passt es eigentlich gut zu dieser Fake-Perücke dazu. Sehr witziges Outfit. Danke für die Einsendung. Schauen wir weiter. Weil wir schon beim Fake-Off-White-Hoodie sind, gehen wir direkt zu diesem Outfit. Ein Fake-Pullover hier am Start. Ich muss, glaube ich, ein bisschen auf die Seite gehen, weil sonst bringe ich das da nicht rüber. Sehr witzig natürlich. Dazu diese helle, ausgewaschene Jeans und ein schwarzes Shirt und die Kappe, ja. Also ich weiß nicht, ob dieser junge Mann farbenblind ist, aber er passt natürlich überhaupt nicht dazu. Auch mega witzig ist der Typ hier. Der hat sich einfach die gleiche Jacke geholt, eine ähnliche Hose und hat Blazer hergenommen und mit roten und gelben Bändern verziert, würde ich sagen. Dazu dieses Babe-Shirt. Wenn ich jetzt sage, die gleichen Dinge genommen, ja, er hat sich einfach an einem Bild von mir inspiriert, das auch durch ganz Instagram gegangen ist, da es eine bezahlte Partnerschaft war. Und zwar war das dieses hier. Er hat sogar den gleichen Hintergrund verwendet und sich einfach an dem Outfit angepasst. Fand ich persönlich mega nice, dass er sich da inspiriert. Ich würde jetzt nicht sagen, ein peinliches Outfit, aber bombastisch ist es halt auch nicht. Ähnlich wie das Originalbild. Und damit, liebe Freunde, sind wir direkt bei der Top 3. Top 3 ist für mich natürlich dieser Fake Supreme Hoodie mit der Jeansjacke, einer kurzen Jeans dazu. Jeans auf Jeans, meiner Meinung nach ein absolutes Fauxpas. Würde ich persönlich niemals tragen. Außer es ist der gleiche Farbton und es in Ausnahmefällen. Ich habe ein Foto, in Ausnahmefällen geht das klar, aber im
Merkt euch prinzipiell, Jeans auf Jeans eher unterlassen, es sieht in den meisten Fällen einfach kacke aus. Hier haben wir dann noch diese Socken und die Nike, weiß gar nicht, sind das die, nein, weiß ich jetzt gar nicht. Also sehr, sehr, sehr witziges Outfit, Platz Nummer 3 wegen dem Jeans auf Jeans, aber jetzt kommen wir zu den bombastischen Outfits, meine. Und das ist einfach, Platz 2 ist dieser Bratan hier, sein richtiger Flexer, vielleicht so ein bisschen ein Business-Mentor auf Instagram, würde ich sagen, zu diesem Look mit der Sonnenbrille am Flexen, dazu eine Tasche, ich kann nicht erkennen, von welcher Marke, aber wichtig ist natürlich auch der Hermes-Gürtel, man möchte zeigen, dass man erfolgreich ist und da nutzt so ein hellblauer Gürtel mit einer Goldschnalle natürlich, wer würde das nicht zu türkisen Schuhen kombinieren? Auf jeden Fall sehr witzig dann noch mit diesem Hemd und zusätzlich dann noch so ein Pullover drüber. Auf jeden Fall verdient Platz Nummer 2, aber kann ich mal länger quatschen, kommen wir zu meinem absoluten Favorite in dieser Runde und das ist einfach er. Schaut ihn euch an, ein Wahnsinn einfach. Mit dieser Last King Cap, es gibt so viele Leute, ich verstehe das nicht, es gibt so viele Leute, die setzen die Kappen, wenn sie sie verkehrt tragen, nicht so auf. Ich muss dann immer meine Ohren so reingeben. Die setzen die Kappen nicht so auf, sondern die legen die einfach drauf, so. Was ist das? Wieso? Ah, meistens machen die Kappen noch ewig weit zu, sodass sie wirklich nur abgelegt sind, so, so weit wie geht. Und dann machen sie einfach so. Was geht, Bruder? So rennen die herum. Was ist das einfach? Kappe schon mal absolut fatal. Mit dieser Last King Cap, mit diesem Leopardenmuster da oben drauf. Der Gesichtsausdruck, ich meine, unwiderstehlich. Also es ist ein richtiger Stecher, würde ich sagen. Mit dieser Holzperlenkette, war natürlich auch ein Klassiker vor 10 Jahren oder so. Und dieses Kurzarm-Jeanshemd in einem hellen Waschungston. Und dazu muss man natürlich auch ein normales weißes Basic-Shirt tragen. Dann stimmt die Kombi natürlich. Für mich absolut verdienter Platz 1. Ich glaube, er ist selbst erschrocken von seinem Outfit, als er sich zum ersten Mal im Spiegel sieht. Also echt verdienter Platz Nummer 1. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die diese Outfits eingeschickt haben. Keine Sorge, mit April geht's dann hoffentlich los mit der zweiten Kollektion von M&M und dann könnt ihr euch Stil endlich wieder kaufen. Liebe Leute, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Wenn es so war, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Seid auf jeden Fall am Montag um 20 Uhr dabei. Ladet euch die App runter. Erster Link in der Infobox. Würde mich auf alle Fälle supporten und bedanke ich mich natürlich. Das war's von mir. Ah, Daily Vlogs natürlich am Start. Meinen Zweitkanal. Schaut vorbei. Das war's von mir. Euer Maximilian. 15.000 Sneak Peas.